Lass es uns rausfinden, Dante. Bis jetzt ist das zwar unheimlich, aber es gefällt mir auf der einen Seite auch. Drücke Select, um anzufangen. Töte alle Gegner innerhalb der... Oh Gott. Okay. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ist zwar irgendwie nicht, aber... Obwohl, könnte... Abgeschlossen. Ah, dafür gibt's eine Belohnung. Gesundheitskreuzbruchstück. Sammle 4 Gesundheitsbruchstücke, um ein Gesundheitskreuz zu erhalten. Alles klar. Ebony und Ivory verursachen nur wenig Schaden, können aber kleine Feinde gut unterbrechen. Also die Ladebildschirme finde ich gar nicht mal so schlecht. Die sind zwar manchmal etwas länger, aber sind nett designt, wie ich finde. Wow! Schreck mich doch nicht so. Da kriegt man ja Angst hier. Oh, 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 nicht springen. Ah, okay. Und was verbirgt sich hinter Tür Nummer 2? Sparda! Sparda! Sie sind hier! Sie sind hier! Was zur Hölle war Sie hier haben los? Uns gefunden. Wir müssen hier raus! Los! Schnell! Geschützter Bardos. Bathos. Hier. Oh, oh, Bombe. Ah, nee, das war die Apps. Die Stimme kenne ich. Echt? Ich nicht. Kommt mir leider nicht bekannt vor. Ich gucke mir jetzt erst noch hier hinten um, ob es hier noch irgendwas gibt für mich. Ja? Ach, umsonst hier hingelaufen. Jetzt riskiere ich mein Leben hier für nix und wieder nix. Aber das sah wie ein Ort aus, hinter dem sich was hätte bergen können. Okay, Tür Nummer 3. Eine Statue. Wir haben sogar einen Verbesserungspunkt. Mal schauen, was gibt's denn für die Axt? Urteil. Ein langsamer, aber mächtiger. Dreifachschmetterer. Hm. Beben. Ja, 2 im Kreis. Okay, Luftschwung. In der Luft, R2 und Dreieck. Alles klar. Das ist der Fall. Und der Schwung? Ich denke mal, dann nehme ich Urteilstufe 2. Okay. Gut. Ja. Intelligent, genau den Weg genommen, den man nicht hätte nehmen sollen, nehme ich zurück. Schon wieder sowas hier. Okay, es soll nicht sein. Ich soll zwar diese Dinger sehen, aber ich soll nicht durchgehen. Ist das...
Mutter? Ich hab dich lieb, Dante. Scheiß Dämonen. Na, ja, schon wieder ein Blockadenbrecher. Haken kann bei blockenden Gegnern für offene und verwundbare Stellen sorgen. Finde ich doch gar nicht mal so schlecht hier. Hier mal wieder was für uns. Ey, das leuchtet blau. Ich glaube, jetzt können wir durch die blauen Türen dann durch. Eine Sense. Osiris. Eine Engelssense, die sehr gut dazu geeignet ist, große Gegnergruppen. Das Ding macht mich wahnsinnig. Große Gegnergruppen aus dem Weg zu nehmen, okay? L2. Osiris ist vollständig geladen. Sie verursacht nun bei allen Angriffen mehr Schaden. Wow! Das Ding geht ab. Kommt her! Ich bin der wütende Sensenmann! Und zerlege alles, was mir in die Quere kommt. Okay, so wie ich das jetzt, so wie ich jetzt gerade hier rumdrücke und rumrenne, sieht das echt so aus, als wäre ich total wahnsinnig bekloppt. Aber es macht Spaß! Nicht übel. Ach, haben wir 100 Gegner wohl erledigt? Sieht fast so aus. Okay, dann gehen wir mal zurück zu diesem blauen. Lola, hinter ihr her! Dort unten! Blockier die Türen! Nun mach schon! Oh, geh weg von mir! Ich hab gesagt, weg von mir! Dachte ich mir doch. Konzeptzeichnung freigeschaltet. Was? Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, mit der Sense können wir jetzt also hier alles durchbrechen. Wo muss ich jetzt hin? Klar, dass ihr mir das nicht so einfach machen wollt. Aber dann hüpfe ich eben darüber. Oh, nee, das war falsch. Das war auch falsch. Jetzt verwechsel ich wieder gerne. R2 mit L2. Cool. Hier. Da ist eine Seele. Aber da komme ich leider nicht. Moment. Nee, ich kann sie leider nicht herziehen. Schade. Oh, Spinnen. Irgendwie was Interessantes? Nope. Eine blaue Rose.
dich nicht an mich. Hirnhautentzündung kriegen nur Menschen. Du bist kein Mensch, danke. Du bist kein Mensch, danke. Ich habe ein Déjà-vu. Kommt mir bekannt vor. Engelsschwung. Indem du die... Ophiumpeitsche auswirfst, kannst du Gegner oder Gegenstände ergreifen und Dante zu ihnen... hinheben. Okay. Ah. Ich kann fliegen. Das finde ich doch nice hier. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt runterfliege. Mein Talent. Oh, scheiße. Traue ich mir das durchaus zu. Nett. Finde ich auch, Dante. Oh, ein Gegner. Um einen Gegner zu schwingen. Ha! Ich denke mal, das wird mir noch nützlich sein. Also dieses Spiel hat wirklich unglaublich viele Kombos. Das ist etwas, da muss ich mich wirklich erst reinfinden. Weil ich so viele Spiele mit so vielen Kombos jetzt noch nicht in meinem Leben gespielt habe. Muss ich schauen, wie ich die mir alle im Kopf behalte. Hier geht's weiter. Was? Schwing dich zweimal mit L2 plus 4 und verwende den Dämonenanker mit R2 und 4. Oh Gott. Ja, genau sowas könnte mir zum Verhängnis werden. Bei meiner L2 und R2 Schwäche. Die ich gerne mal an den Tag lege. So, komm schon. Was bringe ich hier wohl ans Licht? Daran erinnere ich mich nicht. Rotorabwehr. Der Rotorangriff mit Osiris ist besonders gut darin, die Geschosse des Gegners zurückzuschleudern. Ha! Cool, mach nochmal, komm, wirf, wirf, wirf. Das gefällt mir. Okay, jetzt lass uns aber mal auf die hier unten konzentrieren. Na, daneben. Komm schon. Zu spät. Daneben. Aber komm, du hast kein Schild mehr. Hä? Wo bist du? Ah, zwei. Er kommt. Scheiße.
Wow. Das finde ich aber nicht nett von dir. Puh. Ganz schön aggressiv, die kleinen Biester. Na, hier geht's nicht weiter. Ah, halt, hier ist was. Ich erinnere mich an meine Mutter. Ihr Name war Eva. Sie gab mir das. Ich hatte auch einen Bruder. Wir waren eine Familie. Ich hatte keine Ahnung von der Gefahr, in der wir uns befanden. Die Dämonen fanden uns. Als sie einbrachen, sah ich ihn. Sie opferte sich, damit wir fliehen konnten. Ich werde nie vergessen, was er ihr antat. Unser Vater, Sparda, schaffte mich und meinen Bruder fort. Er trennte uns, versteckte uns unter den Menschen, ließ uns vergessen, um uns zu schützen. Deshalb wussten wir nichts mehr. Bis jetzt. Wow. Okay, ich dachte, als der gesagt hat, er wird dem das Herz rausreißen und das dann essen, dachte ich, er macht einen Witz. Aber der Kerl reißt den Menschen wirklich das Herz raus. Wirklich wörtlich genommen. Nichts wie raus hier. Also ich denke mal, bei dem Level-Design... Ah, stopp, schon wieder? Werde ich mir die Kombos doch recht schnell merken können. Ja. Ja. Fuck. Shit. Okay. Jetzt aber doch mal gestoppt. Hey. Schade. Hey, ich wollte mich ein bisschen umgucken. Komm schon. Zum Boden. Das Einsturz schon. Du bist mein Bruder. Zwillingsbruder. Ich habe schon seit langer Zeit nach dir gesucht. Die haben wir von unserer Mutter. Ich glaube, sie hatte eine Vorahnung, dass wir aufeinandertreffen würden. Und unser Vater, Sparda? Verbannt, für immer. Man sagt, es wäre schlimmer als der Tod. Und er kann niemals zurück. Ich will mehr wissen. Woher kommen wir? Was ist mit uns passiert? Und vor allem, wer ist für all das verantwortlich?
Okay, auch Mission 2 haben wir abgeschlossen, haben in dieser Mission einiges herausgefunden über uns. Wir sind auf unseren Zwillingsbruder gestoßen, was ich sehr geil finde. Ja, und ich schätze, in der nächsten Mission werden wir dann erfahren, was genau mit uns passiert ist. Also ich meine, gut, unsere Mutter hat sich geopfert, unser Vater hat uns weggebracht, unsere Erinnerung gelöscht, jetzt gibt's nur noch Dante und seinen Bruder. Aber trotzdem, wo genau kommen sie her? Was sind sie genau? Also ich würde jetzt mal auf Dämonenjäger tippen, irgendwie. Aber ich meine, sie sind ja keine Menschen. Es interessiert mich auch, was sie dann genau sind. Ich hoffe mal, wir werden das in der nächsten Mission herausfinden. Ich mache jetzt aber hier erstmal einen Cut und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.